Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit hübscher Deko im Hintergrund. Die kleine Nala sitzt da. Ich war ein bisschen shoppen, auch wenn es schon etwas länger her ist. Und zwar bei DM. Hier habe ich eine Tüte. Die ist nicht ganz voll, es ist allerdings schon einiges drin. Und ich wünsche euch direkt viel Spaß mit dem heutigen DM-Haul. Eigentlich steht die Tüte hier schon seit dem Wochenende. Übrigens, ja, ich habe einen kleinen Sonnenbrand und ja, hier bin ich weiß und hier nicht. Story of my life. Auf jeden Fall steht die DM-Tüte jetzt schon einige Tage hier. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, den Haul zu drehen. Und ich bin so ein Mensch, ich räume es dann gar nicht erst aus, weil ich weiß, dass ich es eh nochmal brauche für den Haul. Ist auch egal, ich habe wieder Kosmetiktücher nachgekauft. Diesmal in einem echt süßen Design. Today is a good day, dann follow your heart, take it easy und it's my day. Finde ich sehr süß, die stehen immer auf meinem Schminktisch. Eben, um kleine Fehlerchen auszubessern, wegzumachen. Manchmal putze ich damit auch meine Nase. Oder auch zum Brille trocken machen. Beginnen wir, beziehungsweise bleiben wir doch direkt bei Beauty. Und zwar habe ich gesehen, dass es bei DM von Evelyn jetzt den Make-up Artist Sibling Brush gibt. Den habe ich mir gekauft. Ich bin total gespannt, wie der so ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen damit. Ich zumindest noch gar nicht. Der fühlte sich auf jeden Fall sehr weich an. Und ich wollte so einen eigentlich schon ewig lange haben. Und ja, ich weiß, ich wollte auch schon gerne einen Fanbrush haben. Den haben sie dann nur leider nicht gehabt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich finde das Design auch sehr süß. Schön matt schwarz. Ja, ich werde berichten, wie der denn so ist. Wenn Interesse daran besteht. Wir machen auch direkt weiter mit einem Beauty-Produkt. Und zwar brauchte ich mal wieder eine neue Wimpernzange. Diesmal ist sie ja so pink, neonpink geworden. Vorher hatte ich die in schwarz. Ich mag die von Balea ziemlich gerne. Von Evelyn. Wieso sage ich mal Balea? Komisch. Auf jeden Fall mag ich die sehr gerne. Meine ist jetzt nur irgendwie schon ewig alt und ich habe mir damit schon ein paar Mal ein bisschen wehgetan, weil ich ein bisschen zu doof war. Und ja, diesmal auch wieder eine neue. Ich bin total zufrieden damit. Ein Haarprodukt, was ich mir gekauft habe, ist dieses hier. Und zwar das Hitzeschutzspray. Schützt vor Austrocknung, Hitzeschutz bis 220 Grad von Balea. Diesmal. ja, ich bin gespannt, wie das ist. Ich habe mir ein Spray gekauft gehabt für die Spitzen, für so Anti-Frizz- und Volume-Gedönse. Das riecht aber, glaube ich, so komisch nach Ananas und ich mag keine Ananas. Ich bin gespannt, ob das besser riecht. Ich hatte ja ursprünglich oder habe ja noch ein Hitzeschutzspray von Paul Mitchell. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht so viel bringt. Kann auch sein, dass ich mich irre und einfach nur meine Haare, also dass die Haare schützt und ich es noch nicht wahrnehme. Und das möchte ich testen, indem ich mir jetzt einfach so ein günstiges Hitzeschutzspray mal gekauft habe. Ich habe zwar auch dieses Hot and Curl von GHD, aber das ist irgendwie, ich finde, das riecht so doll und macht so viel Halt, dass es auch wirklich nur für Locken gedacht ist, finde ich. Und nicht für den alltäglichen Gebrauch oder so für einfach nur ein bisschen Haare föhnen. Ein Produkt von meinem Freund ist dieses hier und zwar Dove Men Plus Care Clean Comfort XXL. Das ist sein Duschgel, was er sich immer kauft. Und auch diesmal haben wir das in den Haul mit eingebaut, weil ich ja zwischenzeitlich auch mal Männerprodukte zeige. Das nächste Haushaltsprodukt oder ja, eins der beiden, die wir gekauft haben, ist von Balea die milde Seife antibakteriell, sanfte Reinigung zum Schutz der Haut mit Panthenol. Die haben wir in der Küche stehen, das ist quasi so unsere Küchenseife. Ja, ich finde die toll, die riecht jetzt nicht sonderlich irgendwie, aber man hat halt irgendwie das Gefühl, die Hände werden sauber. Die riecht nur so ganz, ganz leicht. Und mir ist es relativ wichtig, dass ich auch in der Küche Seife habe und nicht nur Spülmittel, weil ich halt zwischendurch auch mal ganz schnell meine Hände waschen muss in der Küche. Wenn ich zum Beispiel den Katzen Leckerchen gegeben habe, dann wasche ich hinterher meine Hände, damit sie eben nicht nach Katzenfutter riechen. Und dafür mal extra ins Bad latschen, ist nervig. Deshalb haben wir den in der Küche stehen. Und noch ein Tipp, den ich euch geben kann und was wir auch neu gekauft haben, weil sie während unseres Umzugs verloren gegangen sind, Wäschenetze. Die haben wir jetzt von Profissimo, von der Eigenmarke von DM. Das sind zwei Stück mit Zugbandverschluss.
Ich finde die Teile richtig cool, weil das Ding ist nämlich, dass ich ja, also einmal sind die gut für BHs, die, also das ist so ein bisschen schonender dann, der Waschgang. Die sind auch relativ groß. Es gibt davon einen großen und einen etwas kleineren. Und die finde ich ziemlich gut, weil ich da nämlich auch meine Strümpfe reinpacke, um die so ein bisschen zu schonen vor der Waschmaschine. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine neue Waschmaschine bekommen, aber man weiß ja nie. Und deswegen haben wir die einfach mal gekauft. Ich glaube, die haben 2 Euro gekostet. Und ja, die kleine Nala kommt auch schon zum Spielen. Ja, das war unser Haushaltseinkauf. Und das war auch schon mein kleiner, aber feiner Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder einen Haul zu drehen. Das Ding ist, ich gebe im Moment nicht so viel Geld aus für so Make-up und Haushaltskram. Deshalb fällt es mir schwer, Holz zu drehen. Vielleicht ändert sich das bald wieder. Ich muss mal schauen. Meine Lieben, an dieser Stelle, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Schaut auch gerne bei meinen Vlogs vorbei. Jeden Abend um 19 Uhr oder jeden Freitag um 13 Uhr hier auf meinem Kanal ein neues Video. Food Diaries, Live, Hangouts, Beauty-Videos, Tutorials, ganz, ganz viel Kram gibt es hier bei mir, unter anderem auch Rezepte. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Schaut heute Abend wieder rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!